Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Und zwar gibt es ein bisschen was zu vermelden. Numero 1. Wir haben ein neues Fohlen. Und zwar, wollen wir denn hier? Patricia hat ihr Fohlen bekommen von Oreo, also ein Keksfohlen. Und ist es nicht wunderschön? Ich finde es richtig klasse. Ja, das ist heute früh gekommen, wo ich auf Arbeit war. Ich weiß nicht, meine Fohlen kommen immer dann, wenn ich auf Arbeit bin. Die wollen nicht, dass ich dabei bin. So, wir gucken uns mal die Genetik an. Ja, also ein großes E, ein großes A, ein Cream und ein Tobiano. Ein GP von 626 und Achievement. Einmal Very Good, einmal Average, der Rest gut. Ja, wenn man sich die Eltern anguckt, da ist dort Keks, Pferdchen. Der hat viermal Very Good, einmal Average, also das Average hat er übernommen und einmal Very Good. Und Patricia war ja nicht so das super tolle Pferd. Sie hat zweimal Average. Ja. Also ist es so eine gesunde Mischung aus beiden. Aber ich finde es schön. Vor allem finde ich toll, dass sich das Fohlen eben halt das Green gehen und das Tobiano vom Papa ausgeliehen hat. Und jetzt somit auch in dieser schönen Lackierung durch die Gegend rennen darf. So, das war aber noch nicht alles. Ich habe mir was geleistet. Und zwar habe ich mir zwei neue Pferde gekauft. Und zwar, wie ihr seht, Isländer. Da haben wir einmal Freya. Freya hat einmal Very Good und 11-mal gut. Ich glaube, die haben ja eins mehr. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Die haben sogar 14 Gene. Cool. Ach, 14. Ja. Links hier. So, davon eben halt einmal Very Good. Der ist gut. Ist gar nicht so verkehrt. Ist eine schicke. Und dann haben wir noch Quatsch. Den Hermod. Der Hermod hat 5-mal Very Good. Nee, also irgendwie kann ich heute nicht richtig zählen. Das ist natürlich nur 4-mal. Nee, ist doch 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigt bitte, aber ich bin seit heute früh um 3.30 Uhr auf der Bühne. Ich bin schon ein bisschen neben der Spur. Also 5-mal Very Good. Der ist gut. Finde ich richtig klasse. Wird auch ein schöner. Hat hier so eine kleine Blässe. Vom Genetik hat er ein großes G. Und sonst nix. Das sind die Eltern. Fjölnir und Gudikasel. Ja. Kann ich kaum erwarten zu sehen, wenn er groß ist. So, bei den Kamak-Pferden habe ich mir jetzt noch Cheesecake geleistet. Cheesecake ist eine Stute mit nur einem großen G. Weil wir wollen ja versuchen, da vielleicht... Blödsinn, nein. Wir wollen ja versuchen, dass wir vielleicht dann doch mal ein dunkles Kamak-Pferd züchten. Soll ein Champion in Raining werden. Hat zwei große E's, ein großes A, ein großes G. Ja. Achievement von einmal Very Good, zweimal Average, aber jetzt kam es mir eigentlich mehr auf die Farbe an, beziehungsweise auf das Gegen. Und da war mir das mit den Attributen dann doch ein bisschen egal, nicht ganz, aber eben halt nicht so, dass ich sage, oh, das muss jetzt unbedingt sein.
So, was haben wir denn? Hier haben wir nichts Neues. Da ist immer noch das Alte. Eclipse ist nochmal von Tötehü gedeckt worden. Hoffen wir mal, dass da was schön rauskommt. Ach so, und Cheesecake habe ich natürlich sofort mit Hecarim gedeckt. Nee, mit Escador. Ach, voilà, den gucken wir uns mal an. Da ist er. Oh, der ist ja auch schön, ne? Ja. Also dürfte doch was Ordentliches bei rauskommen, dann in den nächsten Tagen, sofern es dann auch, also sofern sie aufgenommen hat, aber zur Not wird es halt nochmal gemacht. Dürfen sie nochmal Spaß haben. So. Bei den Brabanten hat sich nichts weiter getan, außer dass ich jetzt eine Fohlen weggegeben habe. Weil ja nun mal wir hier bessere haben. So, und bei den Akalteke. Da war die Katanga von der Edith mit Negais Gold, ein wunderschönes Fohlen. Schneeweißchen habe ich noch mal decken lassen mit Yamür, also sprich unserem eigenen Neuzugang. Mit ihm hier, der ist jetzt nämlich ausgewachsen. Da ist er nicht wunderschön. Ich finde ihn klasse. Aber wie das so üblich ist, eine Socke ist in der Waschmaschine wieder weggekommen. Deswegen hat er nur drei weiße Pfötchen. Ansonsten ist nichts Neues. Reicht ja auch. Ja, ich werde jetzt immer versuchen, eine Folge pro Woche zu bringen, mindestens, wo ich dann so alles zusammenfasse, was sich dann so in der Woche getan hat. Ich denke mal, dass ich das immer freitags machen werde. Es gibt natürlich auch noch Sondersendungen, falls mal was Außergewöhnliches passiert, aber momentan erstmal nichts. Also sprich, nächsten Freitag würde dann eine kleine Folge kommen. Ja. Damit wäre ich auch schon wieder am Ende und sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.